Die Fans sind heiß, das Stadion ist voll. Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Wir melden uns live aus Manchester, aus dem Old Trafford mit der heutigen Übertragung. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld und habe die Ehre, mit Jan Platte das Spiel für euch nach Hause zu reportieren. Der Blick geht natürlich nach England. Wir freuen uns sehr auf diese Premier League-Partie. Manchester United gegen die Tottenham Hotspur. Also auf dieses Spiel freue ich mich wirklich. Es wurde ja so viel diskutiert und geredet im Vorfeld. Jetzt geht es los und ich bin sicher, das wird interessant. Das wird richtig hochklassig. Ja, das sieht nicht verkehrt aus. Sie sind schon im letzten Drittel. Was wird draus? Und jetzt haben sie sich hier durchgespielt. Schuss ist immer noch da. Kriegen sie den Ball jetzt aufs Tor? Super pariert diesen Ball. Ja, und da ein Profi, aber mal komplett im Fokus des Interesses heute. Es geht heute gegen den ehemaligen Club. Wie viel steckt sowas im Hinterkopf? Kann man es pauschal sagen? Glaube ich nicht, Schmizo. Aber als Profi weißt du genau, alte Freundschaften hin oder her. Im Spiel zählt das nicht. Da zählt nur der aktuelle Verein. Gray. Am Ball ist Heugen mit dem Zopf. Manchester United mit dem Ballverlust. Kulusevski. Ja, lassen Sie den Ball wirklich gut laufen. Wichtiger Block. Menu. Ja, und jetzt machen sie eben die Räume aber richtig eng. Und Jan, völlig klar, dass bei ihm heute alle ganz genau hinschauen. Was ist so deine Erwartung? Nach den ersten Spielen ist abzusehen, dass der bisherige Torrekord der Liga wirklich wackelt. Wenn es so weitergeht, dann ist es in dieser Saison nur eine Frage der Zeit, bis der Rekord fällt. Und das wäre natürlich eine sensationelle Leistung. Setzt sich da durch. Son. Und irgendwie, ohne Zeit zu haben, pariert er trotzdem noch. Ja, also die Zeit war ausreichend, um so einen Weltklasse-Reflex auszupacken, Schmizo. Aber ich bin ja bei dir. Parade einfach nur eine Sensation. Ball für Kulusevski. Und da ist es. Jetzt ist der Bann gebrochen. Ganz ehrlich, es war überfällig. Sie haben richtig viel Druck aufgebaut und so viel versucht offensiv und jetzt haben sie sich, wir sehen die Wiederholung, dafür belohnt. Tolles Tor, das sie sich absolut verdient haben. Ja, und jetzt wieder die Abwehr sortieren, Ball ist weg. Ja, schickt ihn in die Tiefe. Aber das war nicht die richtige Idee. Wurf, Man United. Ah, da stehen sie gut bei diesem Pass. Ecke, Man United, die am Ausgleich schrauben. In den letzten Minuten waren sie eigentlich zu ungefährlich. Und die Fans wissen, diese Ecke, das ist die Gelegenheit, hier jetzt den Ausgleich zu machen. Den Körper reingestellt und den Ball geholt. Salem. Gut geahnt, diesen Pass. Und jetzt ist er durch, auf dem Weg zum Torwart. Und sie legen um zwei Tore im Front. 2-0 steht's. Und jetzt geht's weiter. Madison. Sehr gutes Tackling. Auf dem Flügel. Einiges an Platz für United. Heulung. Na, und jetzt sind sie zurück in diesem Spiel.
Dieses Team darfst du niemals abschreiben. Und das war der Halbzeitpfiff. Erster Durchgang ist rum. Tottenham Hotspur knapp in Führung rein in die zweite Halbzeit. Son. Ja, abgezogen, nicht ungefährlich. Nee, der Ball ist am Ende eher harmlos. Rashford. Gefährlicher Ball. Oh, die Fahne geht hoch. Das wäre ein Ding gewesen. Nah dran an der Perfektion, das Zusammenspiel, aber eben nur nah dran. Was für eine knappe Abseitsentscheidung. Und Manchester United kriegt den Einwurf. Und der Ballverlust. Vielleicht kann Son es jetzt über den Flügel versuchen. Ja, Ansatz war gut, aber Ball ist weg. So, neues Personal bei Tottenham. Klärt jetzt aus, Einwurf. Macht er das Ding jetzt? Ja, er kann den hier halten, aber noch nicht endgültig. Boah, was für eine Doppelsequenz vom Keeper. Der große Held in der Szene hier. Ja, vor allen Dingen spielt so die erste Parade herausragend gut, dass er den da noch rausfischt. Großartig gemacht. Unwiderstehlich vorbeigezogen. Vielleicht der Ball in die Mitte. Die Chance zum Ausgleich. Und das ist mega. Sie haben wirklich den Ausgleich geschafft. Jetzt sind sie wieder da. Hier ist die Wiederholung. Erst dieser Rückpass. Und dann gibt es da richtig Druck. Kaum Platz, kaum Zeit. Aber das ist super gemacht. Was für ein Tor. Vier Tore haben wir hier schon gesehen. Beide Teams richtig gut drauf. 2-2. Madison. So, dann über Heung-Min Son. Kann das eine Chance geben? Jetzt wird es richtig gefährlich. Allein auf dem Weg. Oh ja, toller Block. Manuel Ugarte. Lamine Yamal. Die Spurs holen sich den Ball. Dejan Kulusevski. So, und der Abschluss. Nicht schlecht. Kein Problem, keine große Mühe für den Keeper. So, sehr gut angeboten. Da gibt es genug. Ah, gefällt mir gut, wie sie hier den Ball holen. Mount. Jetzt wird es nochmal laut hier in der Schlussphase. Die Fans von Manchester United geben die Hoffnung auf den Siegtreffer nicht auf. Und was eine Parade. Endstation top. Jetzt die Ecke in die Mitte, was geht? Das bleibt noch mal heiß. Ne, der Angriff, nichts Zählbares eingebracht. Die Spurs mit dem Ballverlust. Ja, da muss ja auch vorsichtig sein. Ist ideal getimt, er kriegt den. Und die machen es wirklich! Jetzt liegen die hier wirklich vorne, das kann doch nicht wahr sein. Also wer hätte denen noch irgendwas zugetraut heute? Weiter geht's. Kriegen sie diese knappe Führung über die Zeit oder spielen wir hier nochmal Richtung Ausgleich? Ja, gewinnt diesen Zweikampf. Ja, gute Parade vom Keeper. Also jetzt liegt das Remis hier aber echt in der Luft, spät im Spiel. Ganz wichtige Ecke.
Der ist nicht gut genug geklärt. Starker Block, gut verteidigt. Gibt hier gleich die nächste Ecke. So, und der kommt in die Mitte, der Eckball. Aber die Chance hätten sie gern genutzt. Da ärgern sie sich natürlich. Distanz war richtig gut. Der Ball knapp vor. Alejandro Garnacho. In der regulären Spielzeit sind hier noch 5 Minuten zu spielen. Immer noch der Rückstand. Ein Tor, aber sie kommen. Geht was bei diesem Angriff? Ja, das sah gar nicht schlecht aus, aber dann lassen sie den Ball liegen. Und jetzt muss es schnell gehen. Jetzt könnte er die Flanke spielen. Der Ball kommt gut, kluger Pass. Und auch der ist drin. 2 in Front und wir sind ja schon fast am Ende. Wir sehen nochmal dieses Tor. Ganz wenig Beinfreiheit, ganz eng bewacht und trotzdem optimal gelöst das Ganze. Der Abschluss ist top, da gibt es nichts zu halten. Son. Das ist ein guter Ball. Und sie legen nochmal einen nach, kurz vor dem Ende. Spielen ja schon lange. Jetzt sind sie durch, die Red Devils. Manchester United holt sich hier die 3 Punkte. Sie holen sich in diesem Ligaspiel also einen sehr überzeugenden Sieg, einen unbekannten.